Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten, ich bin's, euer Robert. Und heute wird der Saliman ein Wort an euch richten. Entschuldigung, ich hab grad einen Schwanz im Mund gehabt. Und ja, nebenbei läuft hier eine Runde Twilight Fusion. Und dann würde ich sagen, gebe ich gleich mal Sali an weiter, ne? Weiter an Sali und dann geht's auch schon los, Freunde. Bei den Zuschauern, schönen guten Tag oder Namen, Tina Timon hat schaut. Ja, warum melde ich mich hier zu Wort? Ich wollte einfach mal erklären, warum ich zurzeit wenig für euch da bin für YouTube. Aktuell habe ich halt viel zu tun wegen der Abendschule. Wir sind ja gerade halt, wie ihr alle wisst, bin ich ja Abendschüler. Drum rückt mein Abitur nach, bin ich gerade in der 13. Klasse und jeder, der weiß, auch schönes Deutsch, nein, jeder, der die Klasse, also Abitur schon mal gemacht hat, weiß, wie schwer das ist und zurzeit ist halt nicht so viel zu tun. Ich bin aber nicht ganz untätig, sondern ich arbeite momentan gerade für unseren Channel im Hintergrund und meine Aufgabe aktuell ist halt, die Videos zu beschreiben, die zu bearbeiten, dafür zu sorgen, dass sie pünktlich rauskommen, dass auch alles seinen geregelten Ablauf hat und wir arbeiten wirklich täglich, beziehungsweise man kann auch mal sagen stündlich dran, dass wir uns da verbessern, dass wir natürlich immer für euch die beste Qualität liefern. Deswegen, ich bin halt aktuell nicht viel am Mic, bin halt nur bei Featurings dabei, wenn Robert oder Ronny oder Pusche oder André mal eins raushaut, bin ich halt im Hintergrund zu sehen. Es wird aber, wenn die Zeit besser wird, wird auch wieder was von mir kommen. Vielleicht ist ja auch geplant, dass eventuell bei Facebook, vielleicht wenn ich Zeit habe, anfangen zu scheißen, ein bisschen über verschiedene Zocker-Themen. Aktuell kann man sagen, haben wir auch viele neue Ideen. Wir sind ja jetzt, wie ihr wisst, ist ja aktuell nicht nur PlayStation am Start, sondern wie seit Wochen mit Krieg sind wir auch gut mit dem PC am Start, wie diese Hunter oder auch bei anderen Projekten, die bald kommen werden. Je nachdem, wir müssen halt schauen, wie wir es realisieren wollen. Schweres Wort. Ja, das ist schon hart, ne? Und wie ihr auch wisst, ist unsere Xbox jetzt am Start. Wir haben jetzt zwei Xboxen am Start, Xbox 360. Xboxen, ja. Meint von mir geht heute richtig ab. Nein. Oh, scheiße, hat war ein bisschen peinlich. Und wie gesagt, also auch von da würde ich eigentlich erwarten, aktuell läuft ja mit Forza 3. Ist ja gerade voll am Anwärmen, unsere Xbox. Und wie gesagt, das wollte ich einfach mal sagen, das macht doch keine Sorgen. Ich bin noch am Start bei den Borussia Herren und wir werden demnächst einiges noch zünden. Und ich denke mal, das war's auch von meiner Stelle. Ich weiß nicht, wenn du noch was sagen willst. Ja, naja. Wie Sali schon sagte, sind wir noch mit PC vertreten und Xbox starten wir jetzt auch durch. Da werde ich demnächst vielleicht sogar noch ein Projekt noch starten. Was das genau ist, das war ja total kurios. Also was ich da genau machen werde, werde ich jetzt noch nicht sagen, weil das soll eine kleine Überraschung sein. Natürlich. Hä? Ja, das ist ein bisschen bescheuert gerade. Das soll eine kleine Überraschung sein. Überraschung. Und ja, das werdet ihr dann halt sehen. Ja, wie Sali gerade schon sagte, hat er halt momentan nicht so die Zeit dafür. Das werdet ihr natürlich auch verstehen. Da geht halt Real Life selbstverständlich vor. Der eine hat halt momentan mehr Zeit wie ich. Und ja, ich drehe auch viel im Vorlauf. Und deswegen kann ich das halt momentan machen. Wo ist der vierte Stern? Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr da beruhigt sein. Da wird auf jeden Fall wieder was kommen von ihm. Sali, wir müssen jetzt aber noch, du kannst natürlich gerne noch ein bisschen was erzählen, wie das momentan läuft da bei dir, weil ich habe jetzt keinen Bock, die Aufnahme zu starten für 3 Minuten, das bringt mir hier nichts. Wenn wir an die 10 kratzen, ist das schon nice. Ja, aktuell läuft natürlich, wie die Leute, die 13 gemacht haben, ist halt alles sehr straff gebunden, weil ein Semester geht. Workshop, ne? Workshop, genau. Ein Semester geht halt nur bis Dezember, das heißt, man schreibt überhaupt nicht viele Tests. Also viele Leute denken jetzt, dass du Tagsüberschule hast, aber hast du ja gar nicht. Genau, dass man. Ich arbeite nebenbei noch, also meine Arbeitswoche ist so von Montag bis Freitag, arbeite ich von 7 bis 16 Uhr und zweimal die Woche gehe ich dann halt noch für 4,5 Stunden ohne Anfahrtzeit jetzt gerechnet zur Abendschule. Also ich fahre eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Also man kann sagen, ich arbeite auf beiden Montags von 7 Uhr bis 22 Uhr, sogar 20 Uhr bin ich erst wieder auf meine Bude. Und die anderen Tage, weil ich gehe nur zweimal die Woche zur Schule, weil es gibt nämlich zwei Systeme, entweder täglich oder nur zweimal, muss ich halt, wie man früher kennt, ja, es klingt lustig, ich muss dann halt Hausaufgaben machen. Und ich habe dann noch einen anderen Tag, wo ich halt Schule habe, ist noch Freitag. Da geht's, da habe ich nur chillige Arbeitszeit, aber man ist halt trotzdem vor Ort, weil die Schule ist halt auch in Rostock, da wo ich in der Nähe auch arbeite. Und ich da, wo wir eigentlich herkommen, ja, warum arbeitet da nicht in Wolgast? Ja, das hat es halt nicht ergeben. Ich arbeite halt woanders. Bin halt selbstverständlich trotzdem da, wo die Wolgast eigentlich hingehören, in Wolgast.
Und ja, und das ist halt ein bisschen anstrengend und die 13 ist halt sehr schwierig. Wenn man nebenbei noch arbeiten muss, schlaut das. Aber wie gesagt, ich arbeite halt zurzeit sehr gerne im Hintergrund. Und wie gesagt, wir arbeiten halt sehr dran, dass alles läuft, habe ich schon mal gesagt. Es läuft. Wie ihr seht, ist ein schönes Spiel hier, Twilight Fusion. Ist so ein bisschen, das hieß bald, glaube ich, bei Xbox 360, glaube ich, hieß das Twilight oder Bike Mania oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein lustiges Spiel. Robert gibt gerade alles, aber ist auch ein bisschen funny, muss ehrlich sagen. Ja, funny ist er. Oh, ja, wie ihr auch, ach du Scheiße, wie ihr auch gesehen habt, mache ich ja momentan auch, habe erstmal nur einen Livestream gemacht, aber da kommt demnächst noch mehr, kann ich euch versprechen, diese Scheiß, oh, der Ball, der hat mir gerade richtig Angst gemacht, auf jeden Fall, Entschuldigung, verschluckt, werdet ihr da noch was sehen von uns, oder von mir, oder was weiß ich, wer da gerade Bock hat zu streamen, und vielleicht machen wir auch noch mal Playstation-Streams oder also Konsolen-Streams, also momentan mache ich mehr so PC, weil das da einfach auch besser läuft. Finde ich, also da habe ich nicht so, da habe ich nicht so die Probleme mit. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall was sehen von, habe ich ja schon einen hochgeladen, der, da war die Bildqualität nicht so nice, aber das habe ich jetzt auch hingekriegt und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Genau, die Leute, die den Livestream verpassen, ihr könnt ihn danach noch bei, ja, bei stellen YouTube. Halt bei YouTube, also es hat geile, also sämtliche geile Gags, die halt passieren und weil es ist ja live und die ganzen Pannen, die auch live halt passieren, könnt ihr euch dann auch 10, 20 Mal, was ist denn das? Bis der Arzt halt reinziehen, das ist also bei uns halt geile, wir sind halt so krass, wir können dann auch, ist natürlich lange so ein Livestream, 200 Stunden, aber ihr könnt euch dann, ne? Also ich bin ehrlich, das kriegst du, wenn du im Flow bist, also am Zocken, hä? Am Zocken bist, kriegst du da gar nicht so ein Wie ist das denn da schon? Das fragt mich gerade auch, ja. Ach so, ist auch hart. Das ist nice, ne? Geile Serie. Mann, zu viel Gas. Ja, und das, ja. Muss man die Hand kürzer drehen, ne? Ja, haben wir dann noch irgendwas? Nee, mir fällt gerade nichts an, aber wie gesagt, um mir mal wichtig zu erklären, dass du ja mal meine Lage wisst oder versteht. Oh, ja, wie ihr gehört habt, ist ja André jetzt auch am Start. Genau, André ist auch mit dabei, der startet jetzt durch. Die glorreichen 5 sind endlich vereinigt, beziehungsweise geht endlich los. Und dann geht das alles seinen Gang. Also von PC, wie ich schon gesagt habe, werdet ihr jetzt demnächst mehr sehen. Da werde ich mir noch ein bisschen mal ausgucken, sag ich mal, zum Zocken. Dann halt jetzt noch eine Strecke und dann würde ich sagen, genau, sind wir mit Ski. Man muss doch mal gucken, wie man, wenn man jetzt noch gerade neue Geräte reinbringt, wie man die plant, wie man die realisiert ist. Das ist mein Genickwort heute. Ja, ich werde doch lernen, versprochen. Realisiert, mein Freund. Ja, genau, wie Regisseur, er fühlt Regie. Ne? So kann man es ja gut merken. Nein. Also jetzt momentan läuft ja auch, gut, da ist ein kleines bisschen Schleichwerbung, aber läuft momentan Walking Dead auf RTL 2. Und da habe ich jetzt gerade mal überlegt, vielleicht sogar das Spiel einfach mal rauszuhauen. Also nicht jetzt diese Comic-Gedöns, sondern dieses richtige Game. Das Walking Dead mit dem Daryl Dixon da. Und ich glaube, das werde ich für euch auch einfach let's playen, weil ich da Bock drauf habe. Ich bin ein riesen Fan davon, da kann man einfach mal sagen. Daryl Dixon. Und das wird dann auch einfach mein nächstes Projekt werden auf Konsole. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, liebe Freunde. Freut euch drauf, wird geil. Scheiße. Sagt man eigentlich nicht, aber echt? Okay. Ziemlich scheiße. Ich habe gerade bei Twilight Fuse übrigens Schleifwerbung gesehen. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Unser Eye of Judgment war nämlich so ein Kartensymbol da. Das muss ja irgendwie bezahlt werden alles. Echt, ne? Hammer. Also, liebe Zuschauer, Schleifwerbung im PlayStation-Spiel. So, das ist denn jetzt auch das letzte, was ich hier gemacht habe. Müsste eigentlich bald Ende sein hier. Ende im Gelände. Ja, das ist das Finale. Ja, und dann? Gut, war das. Drücken wir mal noch, wie viele Sterne wir kriegen. 4 natürlich. Deutschland hat 4. Nö, 3. Dann kannst du 3 heißen. So, Freunde, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und gebe das Wort nochmal an Sali und haut rein, liebe Freunde. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das war's von unserem schönen, funniges mit Erklärungsvideo. Haut rein, meine Freunde. Tschüss. Bis demnächst.